kann er ihn in der Super-G-Wertung nicht mehr überholen. Es sei schwer zu bieten, dieser Vincent Kriechmeier. So Meier vor dem Rennen. Ja, vielleicht auch eine Bank, oder? Ja, immer auf dem Podest eigentlich in den letzten Rennen. Wie geht sich das aus? Ja, das... Der hat das noch extremer gemacht. Ja, stimmt. Innerhofer. Wie habe ich angekündigt, das geht nicht mehr wie noch knapper. Es ist ja wirklich alles ausgelotet. Wow, wie wirkt sich das zeitlich aus? Ja, ist das 2 Zehntel hinter Kriechmeier. Das mag es leiden in dem Fall. Auf der Art Untergrund. Ja, grundsätzlich auch, das müsst ihr gut können lesen. Ja, ja. Ja, kurz mal Ski verschlagen. Ich würde ein bisschen verloren haben. Ein Sandelsprung, haben wir eine Zwischenzeit auslassen. Mal drehen. Ja, liegt jetzt schon deutlicher zurück hinter Kriechmeier. Er ist nicht die ganz konsequent da. Wenig verhalten. Ja. Das ist beim Vincent Kriechmeier ist er ja, konsequenter zu Berg gegangen, als er das jetzt gemacht hat. Und darum wohl schneller unten im Ziel in Hinterglemm in diesem Dorfteil. Jawohl, Meier Zweiter kann Kriechmeier.